Hey Leute, weiter geht's mit Silent Hill. Warte, benutzen. Oh, es geht, okay. You killed him! You killed the boogeyman! Doesn't matter. It didn't bring you back. Nothing can bring you back. It's not your fault. I'm sorry. Okay, ich würde mal sagen, es geht weiter mit Silent Hill. Wir haben den Botschlüssel auf jeden Fall bekommen. Freedom. Genau, das ist dann unsere Rettung. Wir können hier fliehen aus diesem Ich mag Silent Hill. Durchbrochener Kreis. Ich muss ganz ehrlich sagen, es wird ein bisschen komisch und ich weiß nicht genau, was ich denken soll. Aber es ist ein bisschen schwierig, zum Beispiel, was mit Charlie passiert ist. Da gab es diese Sequenz ganz am Anfang im Gefängnis, wo er doch irgendwie... Irgendwie war dann doch so die Sache, dass dieser Typ ihn umgebracht haben soll. Aber er ist jetzt irgendwie auch ertrunken, oder wie war das? Und dann dachte ich irgendwie, dass er schuld hat, dass er gestorben ist. Aber ich verstehe es nicht so ganz. Ich weiß es nicht wirklich. Ich bin verwirrt. Ich weiß nicht, was ich beim ersten Mal gedacht habe. Ja, und deswegen, ich werde mal irgendwie was, Wir werden das vielleicht nochmal anschauen. Ich werde nochmal gucken. Weil ich möchte euch gerne am Ende erklären, wie es ist. Oder ich weiß nicht genau, wie ich es erklären soll. Oder ob ihr lieber eure eigene Geschichte dann in euren Kopf haben möchtet. Das weiß ich noch nicht so genau. Ob ich das mache oder nicht. Weil eigentlich kann man sich dann schon so selbst eine kleine Geschichte bauen, ne? Man kann so sehen, wie man es möchte eigentlich. Und das finde ich halt immer ist das Tolle an Silent Hill. Weil Silent Hill ist halt, und sagen ja nicht genau, wie es ist. Das ist halt immer so ein bisschen nebelig. Das finde ich eigentlich ganz cool. Sonst sind wir bestimmt ganz woanders. Und ich bin gespannt, wo uns jetzt dieses Ding hier hinführt. Ich hoffe nicht in irgendein Maul von so einem Moby Dick. Ich habe schon gehört, irgendwas passiert ja bestimmt gleich. Ich freue mich. Ich freue mich. Ich habe diesen scheiß Kampf eben, ne? Ey, das war so eine Scheiße. Ich wollte es auf jeden Fall ohne euch machen, weil ich habe keinen Bock, den ganzen Part damit zu füllen. Mein erster Versuch, ich gehe hin. Auf einmal bin ich schon tot. Dachte mir so, okay, wird vielleicht doch ein bisschen schwierig. Und beim zweiten Mal hat es dann geklappt. Ich weiß gerade überhaupt nicht, wo lang wir gehen sollen. Aber da leuchtet es, ich möchte zum Licht gehen, weil ich bin an der Motte und werde vom Licht angezogen. Oh, bitch, no. Please, no. Geh zurück in dein scheiß Rottenloch. Oder können wir kämpfen? Bitte schrei nicht. Die schreit. Schrei nicht. Die kriegt uns aber nicht. Gut, ich mag das überhaupt nicht, wenn die schreien. Das ist so nervig. Komm doch her. Nicht schreien. Okay, ganz ruhig. Kriegen wir das hin? Ein bisschen parieren. Oh Gott. Pass auf. Wir wollen ja nicht unsere tolle Waffe kaputt machen. Und rauf da auf dieses Mistvieh. Pass auf! Oh, ich werde immer so zittrig, wenn ich irgendwie gegen diese Mistviecher kämpfen soll. Ach, ist schon tot? Ganz tot? Ganz sicher? Muffy, ganz ruhig, ja? Wie haben wir es eben schon geschafft, diesen komischen schwarzen Mann zu besiegen? Der um einiges größer war als du. Sind das diese Dinge aus der Höhle? Weil die sehen irgendwie leicht anders aus. Ich guck mal kurz auf der Karte, ob wir irgendwie finden, wo wir hin müssen oder so.
Und ob da irgendwie allgemein was anderes draufsteht. Wir sind gerade hier unten. Hier sind wir. Müssen wir da unten lang? Ich laufe jetzt einfach ganz schnell vorbei. Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Oh Gott, diese Mistviecher, ne? Ich hasse die so. Aber es lässt uns in Ruhe, zum Glück. Hier sind ein paar Sachen. Hier kann man nach oben gehen. Wahrscheinlich kommt man dann nur runter von da oben. Aber ich will mir alles angucken, weil die... Ah, es ist unten. Wieder oben. Kann ich irgendwie da oben rumtrampeln, damit es runterfällt? Bitte. Jetzt bin ich oben, ne? Von hier eben. Ich wüsste so gern, wo ich hin soll. Warte mal ganz kurz. Wir haben jetzt einen Schlüssel. Brücke. Vielleicht müssen wir hier oben hin. Ich habe ehrlich gesagt gar keine Ahnung, wo wir jetzt... Da steht hier irgendwas drauf, wo wir hin sollen oder so. Ich weiß nicht. Das ist eine gute Frage, wo wir jetzt hingehen sollen. Ich weiß es wirklich gar nicht. Rennen wir gerade zu irgendwas hin oder ist es das Teil hinter uns? Ich sehe schon, das ist nicht der richtige Weg. Verdammt! Dann gehen wir ein bisschen noch da unten lang. Wäre, glaube ich, eine gute Idee. Da hinten leuchtet irgendwas. Ich möchte aber nicht lang gehen. Ich gehe doch lieber unten lang. Bei dem Monster. Das ja hoffentlich jetzt nicht auf uns wartet. Wo ist es? Verdammt. Es wäre eben noch da. Hängt es da noch? Braves Teil, es hängt da, glaube ich, noch. Okay, wir laufen, wir laufen, wir laufen. Ich habe nichts gesehen. Es hängt da. Oh Gott. Nicht dagegen laufen, Murphy. Das ist voll gefährlich. Hier, Erste Hilfe. Nee, nicht Erste Hilfe. Irgendwas anderes, aber keine Erste Hilfe. Vielleicht die dritte Hilfe auf jeden Fall. Oder die zweite. Übrigens habe ich erst einen Vogel gefunden. Ich hätte gerne mehrere Vögel gefunden, aber... Na! No! Dann ist eine Tür, die leuchtet. Dahin möchte ich irgendwie... Kann ich da rein? Ich möchte da rein. Das sieht so gut aus. Oh! Geil! Die hat so geleuchtet. Dachte mir, gehen wir doch mal hin zu der gelben Tür, die leider nicht blau ist. Aua. Da ist jemand drinne. Sieht ja nur so aus, oder? Ich bin gespannt, wo wir sind. Hallo? Es ist hier ein Haus, das heimgesucht wird von komischen Kreaturen. Naja, die ganze Stadt wird ja heimgesucht von diesen komischen Kreaturen. Und ich bin mittendrin. Okay, Murphy, aufmachen. Wir schaffen es. Und wir finden nichts. Verdammt. Schließen? Nö. Wenn wir nichts finden, schließen wir es auch nicht wieder. Also bitte. Oh Mann, ihr seid zu viel. Wahrscheinlich war schon mal jemand vor mir da. Wahrscheinlich James Sunderland oder Harry Mason, Harald Maurer oder so. Oder Heather. Hoch da bitte. So. Ein bisschen was zu trinken wäre ganz nice. Dankeschön. Und die denken wenigstens an mich, aber eher. Das erinnert mich an dieses Spiel. Das ist so mit Schatten. Also ist so ein ganz helles Spiel. Es ist so ein Minigame. Ich kenne das, nicht so richtig. Das ist irgendwie so mit so einer Puppe. So einer weißen Puppe. Und ich weiß es nicht mehr. Oh mein Gott, ich will das mal zocken. Urne? Steuere ihre Asche an ihrem Lieblingsplatz. What the fuck? Okay, ich bitte sag mir, wo das ist. Und dann mache ich das vielleicht. Ah. Beerdigung. Moment. Sie sind hiermit herzlich eingeladen zur Beerdigung von Allison Elaine Warden. 1923 bis 1999. Der Gedenkgottesdienst findet am 9. November 1999 um 11 Uhr im Bestattungsinstitut Perkins statt, gefolgt von der Beerdigung um 13 Uhr auf dem Monroe-Friedhof. Krass. Ich möchte aber nicht diese wichtige Aufgabe machen. Ich habe jetzt eine Urne und die Aufgabe, die in ihrem Lieblingsort zu verstreuen. Und ich würde mich jetzt schlecht fühlen, wenn ich das nicht schaffe. Verdammt. Wir haben allgemein nicht viele Quests geschafft, ne? Hat der Raum gerade gebebt? Weiß ich nicht. Aber hier gibt es so coole Neben... Wow. Das mache ich nicht. Nein. Ich habe keinen Bock auf so einen Scheiß. Die finde ich richtig scheiße. Das sind wirklich... Das ist einer der schlimmsten Rätsel in Silent Hill für mich, weil die echt schwierig sind. Ich habe da keinen Bock drauf. Da muss man so nachdenken. Und nachdenken ist... Nicht meins. Da ist eine Tür. Die Küche. Moment, wir haben einen Kühlschrank und... Ach, Flaschen. Yay! Die kann ich nicht zerstören, schade. Aber ihr habt Flaschen, ihr seid gute Kinder. Die Musik, ich mag die Musik von Silent Hill gerne. Auch von Silent Hill Downpour. Und es tut mir leid, was ich in dem ersten Part gesagt habe, dass ich das Spiel eigentlich nicht so gut fand. Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Dieses Spiel ist großartig. Es ist super tollig, mega geil. Ich möchte es heiraten, nicht jetzt, aber irgendwann später.
Oh, ich muss, glaube ich, niesen. Oh. Gesundheit, Dankeschön. Wenn ihr schon nicht sagt, dann mache ich es halt selbst. Manchmal ist es besser wegzurennen, als zu kämpfen. Das weiß ich. Und ich schwächere die Waffe ist, Ich nehme alles auf und ich glaube, ich muss gleich nochmal niesen. Nein. Oh. Schlimm, wenn man ein bisschen erkältet ist, ne? So ein mini bisschen. Ich habe so ein Deo, ne? Immer wenn ich das sprühe, dann muss ich mega dolle niesen. Dann kriege ich so einen Niesanfall. Ich muss bestimmt 10 Minuten nur niesen. Ich habe irgendwie Komplexe, ne? Das ist richtig schlimm. Okay, kann man hier irgendwo sonst noch rein? Ich glaube, die Tür war extra so erleuchtet, damit man weiß, man kann da rein. Okay. Ich frage mich, wo ich jetzt hingehen sollte. Wise Street oder die keine Street? Ich nehme die keine Street. Die scheint mir sehr sympathisch zu sein. Ja. Ein Stoppschild übrigens. Warte. Stoppschild. Nee, wir können fahren. Okay. Laufen. Verdammt. Oh, ich dachte gerade, da steht jemand. Ich wähle mir immer Sachen ein. Wisst ihr warum? Weil ich einfach gestört bin in meinem Schädel. Ja, genau, das ist es nämlich. Sind wir hier gerade richtig? Das sieht nämlich ziemlich richtig aus. Yay. Okay, eine Bank ist auch immer super. Kann man hier irgendwo Heilung finden? Sind wir hier wirklich richtig? Wir suchen gerade ein Boot, das weiß ich. Ja, wir suchen ein Boot. Möchte man da wirklich raus? Man sieht gar nichts. Murphy, ich würde mir das nochmal überlegen, ne? Ob du da wirklich hin möchtest. Ich meine, schau dir das mal an. Das ist einfach nur Nebel. Diese Stadt besteht einfach nur aus verdammten Nebel. Und du möchtest da wirklich rausschwimmen, segeln, fahren, booten. Dann boote doch raus. Kommt man hier raus? Oh, ich hasse es. Karte. Hier ist Fragezeichen. Kommt man hier nicht lang? Ich möchte hier lang. Kann man das auf... Nein, hör auf. Nicht nochmal, hör auf. Ich hab's verstanden, es geht nicht. Da war irgendwas zum Aufheben. Ein Brecheisen. Mach es auf! Ich weiß, es geht nicht. Egal, habe ich jetzt halt ein Brecheisen. Damit komme ich klar. Nur die Frage jetzt, wie kommen wir da am besten hin? Weil das war niedriger und ich glaube, unser Boot ist auch nicht so groß. Ich gucke nochmal, ob ich da irgendwie hinten hinkomme. Wenn nicht, weil es ein bisschen blöd und schade. Aber mal schauen. Hier ist auch ein Stoppschild. Ich ignoriere es einfach mal genau. Ganz bestimmt. Es wird dunkel. Dunkel. Da hinten kommt man nicht lang, ne? Verdammt, ich habe keine Ahnung. Es wird wirklich dunkel. Ich mag es nicht, wenn es dunkel wird, weil dann kommen die bösen Kreaturen raus. Weil die waren ja jetzt bis jetzt noch nicht so wirklich böse. Also schon böse, aber halt. Ach, lass mich in Ruhe. Kommt man auch nicht runter, ne? Aber man hört schon das Wasser. Spring, Murphy! Dann nicht, okay. Meinen die vielleicht das Haus mit dem Fragezeichen? Ich glaube, die meinen das Haus mit dem Fragezeichen. Tut mir leid. Okay, dann gehen wir weiter. Wir machen in diesem Part so tolle Sachen. Ich merke das schon. Wir laufen rum, finden eine Urne und haben übrigens den schwarzen Mann besiegt und so. Und können es zum Boot, wenn ich mal weiß, wo das ist. Übrigens ist dieses Display wahrscheinlich bald vorbei, was ich sehr, wirklich, wirklich richtig schade finde, weil es mir gerade so viel Spaß macht. Also bei anderen Spielen hätte ich zum Beispiel bei dem schwarzen Mann gesagt, ja, ich mache das irgendwann. Dann hätte ich vielleicht 3000 Millionen Jahre gebraucht, bis ich das mal gemacht hätte. Aber hier, nächster Tag, jo, ich nehme mal auf, mach mal das schnell, dann das alles weg. Und super, hat funktioniert, aber sonst nichts. Oh. Oh Gott. Oh, hier kommt man nach unten. Kann man irgendwo Heilung? Heilung. Heilung. Keine Heilung? Wow. Aber dieses Wasser beruhigt einen so. Das ist so schön, das Geräusch. Ich mag es gerne. Wohin gehen wir denn jetzt am besten? Hier kann man auch lang, ne? Aber ich glaube, so weit kommt man hier gar nicht. Nur, das war es doch schon wieder. Okay. Ein Balken oder so ein Stock brauche ich nicht. Ich habe ja keinen Hund zum Werfen. Leider habe ich... Ich möchte Hiwi hier haben. Hiwi. Aber wir haben heute irgendwann beendet, das coole Let's Play. Was auch richtig geil, ein richtig geiles Horror-Let's Play ist, ne? Oh, ich liebe dieses Spiel so. Hey, ganz ruhig, chill. Chill die Base. Wenn du die Base nicht chillst, dann chill ich halt deine Base. Hast Pech gehabt, yo. Wie laber ich denn bitte schon wieder?
Gibt es irgendwas zum Heilen? Aufheben. Harmonie Teil 1. Verdammt, ich brauche bestimmt richtig viel. Oh nee, ich will mich hier nicht umschauen. Da habe ich keinen Bock drauf. Verdammt. Wo bin ich jetzt eigentlich schon wieder? Ich kann mich da gerade hier... Ich bin verwirrt. Kann mich hier gerade hier... Ich weiß es nicht. Inventar öffnen. Kann irgendwas benutzen? Nee, ne? Ich habe hier einmal Bootschlüssel. Eine Urne. Und das hier. Es geht! Was ist das? Was ist das? Hey, what the fuck? Brauche ich noch... Nein! Wieso tust du das? Ich brauche noch irgendein Teil. Was ist denn das? Was mache ich hier gerade? Hier kam ich gerade her, glaube ich. Hä, was mache ich? Ich bin verwirrt. Ich kam von oben, ne? Ist hier unten vielleicht noch irgendwas zu finden oder so? Hier muss da irgendwas noch rumliegen. Aber was? Ich habe wirklich keine Ahnung, was ich hier finden könnte. Ich habe keine Ahnung, was Murphy sucht. Ich habe wirklich keine Ahnung, verdammt. Aber es muss ja eigentlich irgendwo rumliegen, weil es war ein Stock, den man aufheben konnte, das weiß ich. Weil Murphy, du hängst. Murphy, du hängst immer noch. Ich höre einen Gegner. Sind wir hier wieder oben, ne? Oh, nein. Please stop. Please, please, please. Hier kommt man einmal. Sind wir überhaupt richtig? Ich weiß es nicht mal. Kann man hier noch irgendwas finden oder so? Ich habe keine Ahnung. Hier kann man bestimmt nur im Kreis gehen, oder? Oh mein Gott, das wird jetzt super. Das wird jetzt so super. Was war das auf dem Boden? Ein Stock einfach nur? Ein Stock, ne? Ich möchte keinen Stock haben. Ich möchte mein Brecheisen. Sonst wüsste ich jetzt auch nicht, was ich finden kann. Und so. Weiß ich nicht. Aufheben. Nein, ich möchte keinen Stock. Ich habe gesagt, ich möchte keinen Stock, aber danke für das Angebot. I don't know, wo ich was finden könnte. Sind wir überhaupt hier richtig? Ich weiß es ja auch nicht mal. Aber hier kann man ja eigentlich nichts finden, ne? Wir gehen mal wieder... Wo bin ich gerade? Wohin möchte ich überhaupt gehen? Ich verlaufe mich hier gerade. Ich sehe das schon. Ich wollte hier nach oben gehen, weil man kann das hier eigentlich nicht so... Liegt hier irgendwo was? Hier liegt nichts, ne? Ich frage mich allgemein, was wir gerade noch brauchen. Ich weiß es nämlich echt nicht. Was soll man denn damit benutzen? Was ist das? Was ist denn das? Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Man braucht auf jeden Fall noch irgendwas dafür. Ich gehe jetzt erstmal wieder nach oben und gucke, ob ich da irgendwas finden kann. Hier war nichts, ne? Nö. Ich möchte jetzt nicht die ganze Zeit hier rumlaufen und irgendwas suchen. Das wäre echt doof. Ich habe keinen Speicherpunkt gefunden. Das ist ein bisschen traurig. Kann man hier hoch? Oh, man kann hier hoch. Es tut mir leid. Oh, verdammt. was ist das? Was ist das? Ach, die Brücke geht runter. Das freut mich aber. Okay, wir können weiterlaufen. Und hier haben wir eine geile Axt. Und eine Kurbel wahrscheinlich, die wir brauchen. Ich werde das noch schnell machen. Ich speichere sehr schön. Ich mache noch ein bisschen weiter. Ja, ich kann auch ein bisschen. Okay. Okay, okay, sehr geil. Hier war das, ne? Genau, hier ist das. Warum auch immer wir das... Wofür wir das brauchen, ehrlich? Murphy, nicht schon wieder. Geh da runter. Ich weiß, du bist der Größte, aber nicht so. Nein, wir müssen es benutzen. Wir brauchen eben... ich brauche was. Murphy. Ich weiß, ich brauche was aus dem Inventar. Lass mich jetzt doch bitte benutzen, Murphy. Ich möchte was benutzen aus dem Inventar. Inventar öffnen. Ich höre komische Sachen. Ich möchte was aus dem Inventar benutzen, bitte. Inventar. Inventar. Murphy. Da. Was ist hier los? Was war das gerade, bitte? Murphy? Wir machen jetzt keine blöden Sachen.
Ich möchte nur dieses Teil benutzen, aber irgendwie darf ich es nicht. Murphy. Ihr wird helfen. Inventar öffnen. Inventar öffnen, Murphy. Inventar. Wo ist es? Wow. Verdammt. Nicht jetzt. Nicht jetzt. Kannst du mal aufhören? Du springst mich jetzt nicht an. Was ist hier los? Es hat mich irgendwas. Ah. Ich wollte doch nur. Hör auf, mich anzugreifen. Hör doch auf. Was ist das denn jetzt schon wieder? Dieses Teil da oben greift mich an. Oh Leute, das ist voll unfair. Ja, genau. Ich wollte doch nur... Leute, wisst ihr, was wir machen? Wir machen das im nächsten Part. Ganz ehrlich, es reicht mir jetzt hier. Ich wollte... Mann. Im nächsten Part, okay? Also, bis zum nächsten Part. Haut rein, liebe Leute. Schönen Tag noch, was auch immer. Ich werde erstmal ausmachen, denn gegen die beiden behinderten Menschen, Viecher, kämpfe ich sicher nicht. Ich höre Trommeln. Düm, düm, düm. Tschüss.